Hast du eine Kippe? Hab ich. Die, die du magst. Wo ist der Bernstein? Tut mir leid, den habe ich gerade nicht bei mir. Und du solltest mich wirklich für meine Arbeit loben. Konnte ihn gerade noch verstecken, bevor sie mich geschnappt haben. Sonst wäre ich längst tot. Unser Deal lautete, wir holen dich hier raus, wenn du uns den Bernstein lieferst. Kein Bernstein, keine Eskorte, Luis. Du stehst aufs Kleingedruckte, was, Ada? Also gut. Ich hol ihn, was sagst du? Und es gibt noch was anderes, das ich holen muss. Basis hier. Schlechte Neuigkeiten, Condor One. Bei diesem Wetter kann der Heli unmöglich landen. Könnt ihr warten, bis der Sturm sich legt? Negativ, zu gefährlich. Wir suchen uns so lange einen Unterschlupf. Tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Keine Sorge. Wir schwimmen heim, wenn's sein muss. Condor One, Ende. Gehen wir. Was? Was wird mit mir passieren? Konzentrieren wir uns erstmal darauf, dass wir hier wegkommen. Ja, verstehe. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part Resident Evil 4 Remake. So, Louis hat also was mit Ada zu tun. Die, ja, weiß noch nicht, ob ich ihr Synchro mag oder nicht. Lang in Ordnung. Designmäßig scheint sie Ähnlichkeiten mit dem aus dem 2er Remake zu haben. Interessant. Okay, da kommt gleich ein Schatz. Ah, ich habe ganz schön viel Schießpulver. Ist ja auch schon mal etwas. Warum schleppe ich eigentlich die ganze Zeit diese MP-Munition mit mir herum? Ich weiß es auch nicht. Kann ich noch irgendwas herstellen? Ich kann mehr Schrot herstellen. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Wenn wir aber auch eine Blendkarte mal herstellen, die kann auf jeden Fall nicht verkehrt sein. Und einmal Schrot. Ah, stimmt. Bolzen. Messer brauche ich ja eigentlich nicht wirklich. Ja. Hat irgendwie jedem Spiel ein anderes Outfit, ne? Die liebe Ada. Im Original hatte sie ein rotes Kleid an. Ich bin am Schatz schon vorbei. Wahrscheinlich wieder irgendwo was runterhängendes. Oh, bin dann wieder vorbei. Ah, da. Wo ich ehrlich gesagt schade finde, dass es nicht mehr hat. Rotmuni, sehr gut. Kann ich mal nachladen. Aber war wohl zu unpassend oder so. Deshalb haben sie es entfernt. Jetzt hat sie hier lange Overknees und ja, einen roten Pulli an. Ja, ein Strickpulli oder sowas. Schon mal einen von diesen hässlichen Typen gesehen, deren Tentakel aus dem Hals sprießen? Die sind nicht nur gefährlich, sondern auch ziemlich nervig, wenn es darum geht, sie zu töten. Aber sie haben eine Schwäche, sie verabscheuen helles Licht. Ein Grund, weshalb du sie nie am helllichten Tag antreffen wirst.
Wenn du dich also mal zu einem Nachtspaziergang bemüßigst fühlst, halt besser ein paar Blendgranaten bereit. Ich habe immer welche dabei, das sage ich dir. Wenn du willst, bekommst du bei mir auch die zugehörige Rezeptur. Dann kannst du sie bei Bedarf selbst herstellen. Hör mir schon. Willkommen. Ich habe was Neues für dich. Kiespulver. Oh, die Schulterschlüssel für die Red Nine. Wo wir unsere Ware her haben. Die Waffe wird großartig damit aussehen. Ja, das glaube ich auch. So, was hast du denn hier noch? Riot Gun. Neuschrot. Das ist, was ich derzeit habe. Das hier holen wir uns auf jeden Fall mal. Habe ich recht. Gute Arbeit, wenn ich das mal so sagen darf. Wie viel Muni hat die? 7er. Deine Kohle oder dein Leben? Die Entscheidung sollte dir leicht fallen. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Das ist wohl wahr. Verkaufe ich die und kaufe mir die andere? Ich glaube sogar ja. Ich glaube, das machen wir. Weil die scheint besser zu sein. Fremder. Oh, dafür bekommst du ein A. Das Ding hat den Namen Wumme doch echt verdient. Verarbeitet deinen Gegner zu blutiger Grütze. Interessant. So, dann... Ja, langsam direkt schon stärker. Dein Geschmack, Fremder. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Komm jederzeit... Direkt schon besser. Ah, die ist auch schon hier drauf. Okay. So. Nimmt natürlich jetzt ein bisschen Platz weg, die blöde Schulterstütze, aber es hilft auf jeden Fall. So etwas dabei zu haben für meine schöne Waffe hier. So, haben eine bessere Shoddy. Wunderbar. So, speichern tun wir jetzt mal nicht. Oder, warte mal. Im Original kam hier auch noch. Ah. Habe ich noch Platz für eine Sniper? Hole ich mir die Sniper? Habe ich das Geld für die Sniper? Prinzipiell ja. Will ich die jetzt mitnehmen? Ich meine, ich habe genug Munition dafür, ne? Aber... Muss man mehr die Bolzen benutzen? Ich glaube, ich hole sie mir nicht. Okay, da kommt gleich noch ein Schatz. Ich gehe nicht speichern, komm. Ich speichere ja auch automatisch zwischendurch mal und... Okay, Deutsch, hol mir die Sniper. Verstanden? Okay, ich versuch's. Gib mir die Sniper. Wofür kann ich dich begeistern? Sag Bescheid, wenn du für Platz gesorgt hast. Ob ich hier keinen Platz für die Waffe hätte. Direkt zwischen die Augen. Jo, danke. Nipper. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Oh, für diese Arbeit braucht es Fingerspiel. Angenehme Reise. So. Nähzugriff, du kommst auf die 4.
So, okay. Haben wir die jetzt auch noch? Wir haben viel zu viel Zeit beim Händler verschwendet, aber was soll's. Du stirbst bitte. Ich glaube, da oben habe ich auch noch irgendwo Leute gesehen. Genau, da oben steht eine. Kommen wir denn hier hin? Oh, da ist, da ist eine Truhe. Ein gelber Diamant. Die da oben uns nicht sieht. Dann weiß ich auch nicht. Wir haben wohl keine Wahl. Dann vorher mal weggehen. Finde ich auch. Ganz nett. Aua, ey, ich bin gerade schon wieder tot. Wo kommt denn der her? Aua. So. Ja, das Spiel ist irgendwie nicht wirklich stealth-lastig. Warte mal, falsche Waffe. Warum hat das keinen? Das Ding hat kein Zielfernrohr automatisch. Dann ist das Ding ja eigentlich unnötig. Dann muss ich mir extra noch ein Zielfernrohr für das Ding besorgen oder was? Warum hat das nicht automatisch einen ein Zielfernrohr? Was ist denn für ein Sniper? Eine sehr komische Sniper. Okay, ich schätze, kommen erst noch. Natürlich sind hier noch Fallen. Jawohl. Die haben wir schön abgefackelt. Ja, da muss man halt auch aufpassen, weil Ashley kann halt auch in die Fallen reintappen. Ich sag nichts dazu. Man muss hier echt auf jeden Zentimeter Acht geben, ne? Ist ja schlimm. Er hat hier in dem Matsch, sieht man die halt nicht so gut.
Okay. Würde mich sicherer fühlen, wenn ich noch ein bisschen mehr Heilung dabei hätte. Aber ich verbrauche einfach zu viel. Wo kommst du her? Stand da einfach um der Ecke. Das sieht ja sehr witzig aus, wie der da liegt. Kelch der Buße, okay. Ja, der zappelt jetzt ein bisschen herum. Na, willst du nicht herein? Scheinbar nicht. Wir kommen da gewiss noch da runter, oder? Ah, warte mal. Okay, das war der Schatz. Ah. Hab was gesehen. Und wo geht's hier jetzt weiter? Achso, da. Wo geht's hier wohl weiter? Ja, normalerweise gab es nach diesem Abschnitt, also nach der Hütte, zwei Optionen, die man hatte. Verdächtig ruhig hier. Ja, hier kommt noch ein Eggigante, oder? Dem gab es im... Oder es kommen wieder 1000 Gegner. Es gab halt zwei Optionen, die man hatte. Okay, hier bauen wir einen Schlüssel. Entweder, oh. Ein ewig langer Kampf ums Überleben gegen ganz viele Ganados. Oder... ein Ort, wo ein Elgigante war. Ich fürchte, sie haben das hier kombiniert. Wir schleichen uns mal ein bisschen. Ich spiele mal einen auf Solid Snake. Irgendwie würde ich jetzt gerade gerne Spanisch verstehen, um zu wissen, was die da von sich geben. Die kommunizieren ja teilweise wohl auch untereinander. Geben sich Hinweise und so weiter. So, mehr sehe ich jetzt nicht. Er ist auch wieder von der anderen Seite verschlossen. Das hier ist auch ein zumindest neuer Abschnitt. Oder eher gesagt ein mir nicht bekannter Abschnitt.
Zumindest designmäßig. Oh, ein gelbes Kraut. Und auch rar. Na, Ashley ist schon ganz schön aus der Puste. Ja. Da haben sie wieder einen Hasen gekillt. Ah, da kann man sie verstecken drin. Hat das eine Bedeutung? Ah, okay, hier kann ich runterspringen. Und hier haben wir wieder einen Schatz. Ein Schätzchen, und zwar ein eleganter Haarschmuck. Ashley, ich hab was für dich. Falls du sowas auf sowas stehst. Ach doch, so ein bisschen hat es was vom dem Abschnitt, wo man gegen die ganzen Dorfbewohner kämpfen musste. Muss ich die auffangen? Nee, ich bin sogar selber runter. Ich bin so stolz auf dich, Ashley. Du wirst erwachsen. Und ich bin falsch gelaufen. Na, geil. Naja, im Original musste man sie halt immer auffangen, wenn man irgendwo runterspringen wollte. Jedes Mal. Wenn man eine Leiter runtergelaufen ist, musste man sie auffangen. Da ist sie nicht selbstständig runter, nee. Was? Kennt die nicht. Erste Hilfespray, sehr schön. Ach nö. Sorry, gehört das etwa euch? Du? Aber für zwei bin ich echt nicht in Stimmung. Ja, ich glaube, ich heile mich sogar mal. Müssen wir den normalen. Das sind nebenbei die Bella Sisters. Zwei herzzerreißende Schwestern. Au, ja, das war nicht gerade so schlau, ich weiß. Upsi. Aha, sie brennen. Nein, 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 nein. Scheiße. Ich bin tot. Shit, okay, erster Tod, verdammt. Was? Okay.
Ja, du wartest mal besser hier. Was da jetzt gleich kommt, kann ich dich leider nicht bei gebrauchen. Okay, merken, erst nochmal gucken, ob hier noch irgendwo was liegt. Keine Chance. Nein, nicht so. Okay, Versuch Nummer 2. Ich fühle mich geschmeichelt, aber für 2 bin ich echt nicht in Stimmung. Leon mit seinen coolen Sprüchen. Geht aufs Haupt. Jawohl. Ey, was zur Hölle? Die können one-shotten oder was? Ich fühle mich geschmeichelt, aber für 2 bin ich echt nicht in Stimmung. Das wird laut. Laut. Langsam habe ich genug. Weh, du stehst wieder auf. Hey. Bin ich schon mal down? Was ein Scheiß. Aber es hilft schon mal, ein bisschen still zu bleiben. Das auf jeden Fall. Gab's hier noch einen Schatz? Ja. Gibt es. Und zwar da. Hier geht's weiter, ne? Ja. Meine Güte. Verletzt? Nein, mir geht's gut, denke ich. Hast dich gut geschlagen? Wohl nicht das erste Mal, dass du vor irgendwelchen Spinnern flüchtest. Soll das etwa ein Kompliment sein? Ja. Toll ist, Ashley.
So, was kommt hier jetzt noch? Kommt hier noch irgendwo eine Speichermöglichkeit? Das wäre halt schon Knorke, ne? Dann würde ich den Part jetzt mal langsam beenden. Weil ich weiß halt nicht, was hier jetzt noch kommt. Oder wo wir jetzt rauskommen. Hier liegt eine Blendgranate. Okay, ist nirgendwo ein Speicherpunkt. Gut, dann mache ich hier einen Cut. Das war's mit Resident Evil 4 für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne ein Feedback da. Positiv oder negativ bleibt euch überlassen. Gerne mit einer kleinen Bekundung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, immer freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir dann hoffentlich hier irgendwie heile rauskommen. Aber es wird noch ein bisschen dauern. Würde ich mal so behaupten. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.